Tasko, ja, mit den Wart. Getasko, halt an, ja. Danke. Ich hab da Goss. Nächsten Rohr. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Ich glaube, der sieht etwas ungemütlich aus, aber wer weiß, vielleicht wird er noch ein ganz netter Kumpane. Kann ja sein. Der sieht so aus, als ob er durchaus noch wichtig werden könnte. Okay, was wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall Wissen austauschen und wir kommen natürlich auch in Frieden. Ich glaube, Wissen austauschen ist aber... Also er fragt ja, was wir wollen und wir kommen in Frieden ist eigentlich keine Antwort darauf. Machen wir das doch mal so. Wir wussten ehrlich nicht, was wir hier finden würden, aber ich teile unser Wissen, wenn Sie es auch tun. Ehrlich? Das wäre ein guter Anfang. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Gut, ich würde sagen, um den guten Eindruck zu wahren, werden wir genau das tun. Wenn Sie Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Das klingt gut. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Ich muss sagen, Sam hat ja wirklich schnell die Sprache adaptiert von denen, ne? Bin ich also wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden? Ich bin erstaunt darüber, dass Sam das wirklich so schnell adaptiert hat und bei den Cats solche Probleme hat, die Sprache zu erkennen. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Entschuldigung, ich lasse es. Scanner. Stecken Sie das weg sofort. Ist doch schon weg. Ja. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Ephra wartet drinnen auf Sie. Na dann, Augen zu und durch. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß.
Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Ich glaube tatsächlich, wir werden uns gut mit dem Typen verstehen. Mit Jarl, der könnte mir gefallen, so vom ersten Eindruck her. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Um ehrlich zu sein, wenn ich Ephra wäre, ich würde ihn auch nicht reingehen lassen. Denn wenn diese Dinger tatsächlich die Atmosphäre komplett verändern, dann heißt es auch, dass der Planet, auf dem sie leben, dadurch zerstört werden könnte oder unwirtlich gemacht werden könnte, sodass man nicht mehr leben kann. Was ist denn mit deinen Haaren eigentlich los, Ryder? Das sieht nicht gesund aus, muss ich mal so feststellen. Na gut, ich vermute, wir werden es nicht ohne sie schaffen. Ich denke, wir werden sie retten müssen. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue ihnen nicht. Warum sollte ich ihre Hilfe wollen? Natürlich. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jarl, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst. Wird ein Teammitglied? Ich bin Jarl Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Nice, das finde ich gut. Der gefällt mir nämlich wirklich. Das wird nett. Ich hoffe, Sie mögen Gesellschaft. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Also dann. Wir haben neue Einträge. Von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Ja gut, wir haben neue Einträge bekommen, auch für den Archon oder Archon, ich weiß nicht, wie er jetzt ausgesprochen wurde, der Cat. Und wir müssen einfach nur zur Tempest zurück. Wir können uns jetzt endlich frei bewegen und können ja ein bisschen uns zumindest umschauen. Und ich glaube, Jarl ist unser nächstes Teammitglied. Das finde ich nice, der gefällt mir nämlich. Handel? 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 Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen?
Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Arya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden, zu fragen. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde Sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Navpunkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Geht klar. Also auch hier kriegen wir Aufträge jetzt. Schauen wir uns doch noch ein bisschen weiter um. Ich will nur mal einen kurzen Blick auf die Karte werfen, damit wir jetzt hier ungefähr die richtige Richtung einschlagen. Irgendwie kann ich gerade nicht wieder rauszoomen. Hallo? Rauszoomen? Nein? Rauszoomen ist gerade nicht. Und ich sehe, wir haben ordentlich was zu erkunden eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich direkt zur Tempest zurückgehen. Ist vielleicht gar nicht so unangebracht. Hier kommen wir jetzt sowieso noch nicht rein. Achso, siehst du mal, hier drüben ist auch noch zu. Also wir sind momentan auf den Dockbereich beschränkt. Ja, dann können wir uns auch den Dockbereich anschauen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich sowieso nicht so ultra viel entdecken. Und... da ist das Alien. Hallo, das bin ich. Mach einfach die Inventur fertig. Genau. Und dann können wir auch wieder zurückkehren. Unglaublich, wie groß dieses Schiff ist. Ja, aber es sieht auch ziemlich zerbrechlich aus. Nach allem, was ich gehört habe, ist es stabiler, als man denkt. Genau, das würde ich auch sagen. Hallo Freunde. Oh, was gibt's denn hier? Ah, stimmt, wir können jetzt auch noch scannen. Ein Raumtransporter. Ein angaranisches Shuttle, alles klar. So, gibt's hier noch irgendwas? Nein? Wir müssen sowieso mal ein bisschen mehr schauen. Das hätte ich jetzt fast vergessen, dass wir jetzt auch ein bisschen scannen können. Und sich jetzt keiner mehr bei uns beschwert. Der Widerstand braucht Freiwillige. Das klingt nach einem Schmierzettel, ein Flugblatt. Der Widerstand braucht Freiwillige. Übersetzt aus dem Shalash. Die Cat haben die Stärke des Widerstands zu spüren bekommen und wissen, dass ihr Ende bevorsteht. Unsere Siege auf Volt sind nur der Anfang dessen, was wir erreichen werden. Aber ohne eure Hilfe können wir den Feind nicht bezwingen. Seid ihr es leid, in Angst zu leben? Seid ihr davon überzeugt, dass wir für mehr als Sklaverei bestimmt sind? Seid ihr bereit, euch zu erheben und zu kämpfen? Dann werdet ihr beim Widerstand eine neue Familie finden. Wir werden euch dazu ausbilden, gegen die Cat zu kämpfen und uns gemeinsam mit euch zurückholen, was uns gehört. Der Widerstand verteidigt die Zukunft aller Angara. Schließt euch uns an. Wunderschön. So viel Pathos. Okay, wir schauen uns mal... So sieht's aus. Wir schauen uns nochmal kurz da drüben in der Ecke um. Hier ist aber leider auch gar nichts für uns. Hi! Sie haben zu diesem Gebiet keinen Zutritt. Das dachte ich mir schon, dass du nicht da stehst, weil du Pause machst. So, okay, hier ist sonst leider nichts weiter. War ja eigentlich zu erwarten, dass wir hier nichts weiter finden. Ich schätze, ich darf nicht durch. Im Moment sind sie der einzige Bereich, der ihnen offen steht. Mhm, dachte ich mir. So, ist aber auch für den Anfang in Ordnung. Draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Moschei noch lebt? Ich bin mir sogar sicher. Dann bringen Sie sie wieder nach Hause und bleiben Sie am Leben. Ich werde es versuchen. Hier ist also Jal. Gut, wir schauen nochmal kurz da drüben, denn hier gibt es ja auch noch jemanden zu besprechen. Das ist sehr freundlich. Soll ich erstmal mit dir reden, ja? Ich bin Enro Bosan. Gouverneurin Paran Shahs Assistent.
Sie dürfen dieses Gebiet nach Belieben erkunden, haben aber keinen Zugang zur Stadt. Solange sich das nicht ändert, bin ich Ihr Ansprechpartner. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Ich würde gerne ein paar mehr Informationen über euch haben. Das wäre doch mal sehr interessant, oder? Sie haben doch bestimmt noch andere Aufgaben, als nur hier herumzustehen und meine Fragen zu beantworten, oder? Ich unterstütze die Gouverneurin in jeglichen Angelegenheiten. Solange Sie hier sind, haben Sie allerdings Priorität. Das ist was anderes als Ihre übliche Arbeit, hä? Nun, ehrlich gesagt, hatte ich heute Morgen nicht damit gerechnet, jetzt hier zu stehen und mich mit einem... mit Ihnen zu unterhalten. Gut gerettet. Es war ein langer Tag. Sehe ich es richtig, dass Sie und Jarl sich kennen? Unsere Familien sind miteinander verwandt. Wirklich? Das hört man gar nicht. Wir haben mehrere Welten. Unsere Kultur ist komplex. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Verdienen Sie sich unser Vertrauen, dann werden Sie das vielleicht. Das dachte ich mir fast, dass er nicht sofort damit rausrücken wird. Wann darf ich die Stadt wieder besuchen? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Und bei wem dann? Ihrer Chefin oder Aphra? Aya fällt unter Gouverneurin Shais Zuständigkeitsbereich. Sie wird Ihnen Zugang gewähren. Vorausgesetzt, Sie gewinnen Aphras Vertrauen. Mit Soka haben Sie sich ja bereits unterhalten. Soweit ich weiß, möchte sie unsere Museumskuratorin Avela ebenfalls kennenlernen. Die Cat haben uns mit Worten getäuscht. Jetzt beurteilen wir Fremde nach ihren Taten. Was können Sie mir über Ihre anderen Welten erzählen? Das Leben auf ihnen ist hart. Und ihre Bewohner sind noch härter. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Wieso ziehen dann nicht alle hierher? Wir werden den Cat keine weiteren Welten überlassen. Und Aya kann uns nicht alle ernähren. Danke für Ihre Zeit, Enro. Nichts zu danken. Okay, also zumindest ein bisschen was wissen wir. Es gibt auch andere Planeten, die aber alle ziemlich unwirtlich sind. Deswegen ist vermutlich auch das Interesse an den Atmosphärenwandlern nicht so gering bei den Angara. Das war Angara? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Deswegen wird die Zusammenarbeit, denke ich, auch funktionieren am Ende. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jarl da unbedingt möchte, dass das funktioniert. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er vielleicht mit der, die wir jetzt retten müssen, von der ich schon wieder vergessen habe, wie sie genannt wurde, da irgendwie ein bisschen mehr verbindet. So, sprechen wir nochmal mit der Museumskuratorin. Ich frage mich, ob die ja auch so ein Museum haben, wie wir das auf der Nexus jetzt haben, was da gerade eingerichtet wird. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Oh, echt jetzt, Junge? Sofort in den Flirt-Modus? Das ist, der Typ hat's echt drauf. Okay, für die Initiative... Ganz ehrlich, weiß nicht, ob das jetzt Flirten ist, aber das ist ja eigentlich die Wahrheit. Man wollte andere Rassen kennenlernen und neue Gegenden kennenlernen, also das ist nicht falsch, von daher nehme ich das jetzt einfach mal. Um vielleicht jemanden wie Ihnen zu begegnen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Können alle Menschen so gut mit Worten umgehen? Das werden Sie selbst rausfinden müssen. Ja, ich schätze, das muss ich wohl. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen. Oh, natürlich. Ich bin Avela Kejar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Die Cat haben Ihr Volk in große Bedrängnis gebracht, richtig? Das stimmt. Aber lange vorher hat die Geißel unsere Technologie zerstört, angefangen bei unseren Schiffen. Viele dieser Schiffe stürzten auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand.
Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Es geht hier um einen verlorenen Teil Ihrer Geschichte. Und Sie vertrauen einem Fremden? Ich weiß, was die Leute über Sie sagen, aber ich denke, Sie irren sich. Ich glaube, Sie sind hier, um zu helfen. So ist es. Dann ist das Ihre Chance, es zu beweisen. Sie wollen sich doch Ayas Respekt verdienen, oder? Wenn Sie mir helfen, unsere Vergangenheit zu ergründen, wird sie das einen großen Schritt weiterbringen. Ich bezweifle, dass Aphra sonderlich glücklich über diese Vereinbarung wäre. Aphra muss nichts davon erfahren. Und falls er es doch herausfindet, kann er seinen Ärger gerne an mir auslassen. Es erfordert Mut, ihm die Stirn zu bieten. Ich würde Schlimmeres auf mich nehmen, um einen Teil unserer Geschichte zurückzuerlangen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Natürlich nehmen wir die Gelegenheit wahr, auch hier ein bisschen stärkere Beziehungen zu knüpfen. Und wir wollen natürlich alle Missionen auch mitnehmen, die es so gibt im Spiel. Ne? Wir wollen ja einfach so viel sehen wie möglich vom Spiel. Von daher machen wir das natürlich auf jeden Fall. So, hier drüben sieht es nicht so aus, als ob es noch irgendwas Großartiges geben würde. Ich glaube... Tut mir leid, das zu hören. Ich meine, wenn man es recht bedenkt, haben wir im Moment schon ziemlich viel Glück. Irgendwann werden die Cat aber mit Sicherheit rausfinden, wie sie hierher kommen. Hoffen wir einfach, dass es nicht allzu bald soweit ist. Okay, ja, wir haben ja auch uns durch den durch die Anomalie hindurch begeben müssen, um hier hinzukommen. Von daher, einfach ist der Weg nicht, das stimmt. So, aber jetzt haben wir auch jemanden von diesem Planeten bei uns mit an Bord, von daher... Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Schön. Eine gute Gelegenheit, um hier dauerhaft Beziehungen hinzuknüpfen. Auf geht's. Ihr Schiff ist... Wir haben nichts Vergleichbares. Warten Sie, bis Sie es von innen sehen. Wird es etwa noch besser? Absolut. Können wir aufbrechen? Ja, es wird Zeit, dass ich Sie dem Rest meiner Crew vorstelle. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ich glaube, ihm gefällt's bloß nicht, wenn er so dumm angemacht wird, von daher... Ich weiß, wir müssen improvisieren, aber wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass es ein Pathfinder-Team-Protokoll gibt. Echt? Ich glaube, das Handbuch habe ich nicht bekommen. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jarl hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jarl. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Cat in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Cat entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Cat kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Peeby recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jarl. Der Widerstand benötigt Unterstützung.
Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jarl hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havare ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns, oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jarl will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Ich verstehe das ganze Rumgenöle nicht. Es ist doch ganz logisch, wenn auf dem Planeten, auf dem das Gewölbe steht, zu dem wir wollen, eine Kultur bereits siedelt und dort die Hoheit hat, dass wir uns mit der gut stellen müssen. Also du hast bloß die Wahl, entweder du handelst gegen ihren Willen, dann musst du sie überwältigen oder es halt schaffen, ungesehen von ihnen da hineinzugehen. Das stelle ich mir etwas schwierig vor, beides. Und die zweite ist, ihr Vertrauen gewinnen und mit ihnen zusammen kooperieren, um da hineinzugehen. Und genau das machen wir jetzt. Wir versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen, was auch gut ist, weil wir brauchen auch mal eine Rasse, hier eine Alien-Spezies in Andromeda, die auf unserer Seite ist. Und dann können wir da auch hineingehen mit denen zusammen. Von daher ist doch vollkommen logisch. Dann machen wir halt den kleinen Umweg und das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Das ist sehr vielversprechend, meiner Meinung nach. So. Es ist Ihre Entscheidung. Danke, wer darüber nachdenken, so ist es was meine. Ja, wir denken darüber nach, natürlich. Lassen Sie mir etwas Zeit, unsere Optionen abzuwägen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir werden bereit sein. Jarl, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Was genau soll ich jetzt entscheiden? Das ist irgendwie auch an mir vorbeigegangen. Also, zu welchem wir zuerst reisen oder was genau entscheiden wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt könnte es eine Videokonferenz unter Umständen geben, oder? Nein. Ich dachte, dass wir vielleicht zur Nexus telefonieren. Oder halt eine Konferenz da haben. Aber gut, dann nicht. Ich dachte vielleicht so Ten oder sowas. Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon ihre Körpersprache ist so emotional. Ich kann meine erste Sitzung mit Jarl kaum erwarten. Versuchen Sie ihn nicht zu verschrecken, okay? Emotional, okay.